Klar verstehen wir uns und das sieht man ja auch. Also warum denn auch nicht? Ich meine, warum sollten wir das jetzt auch geheim halten, dass wir gut miteinander zurechtkommen? Und wenn die Leute das sehen, ist doch gut. Aber die anderen prügeln sich ja auch nicht, soweit ich weiß. Man kriegt ja natürlich alles mit. Ne? Man ist gefühlt die meiste Zeit des Tages zusammen. Man kriegt die Macken des anderen mit. Mhm. Man kriegt die guten Launen und die schlechten Launen mit. Und man unterhält sich natürlich auch über alles Mögliche. Und ich glaube, wir kennen es schon ein bisschen. Ich würde es jetzt auch sagen, oder? Ja. Also, doch. Ich vielleicht glaub, ich besser, als es uns manchmal lieb ist. Ja. Ja, man kriegt ja alles mit, auch die schlechten Sachen. Vielleicht auch, wenn man einen schlechten Tag hat und angepisst ist. Manchmal sind wir auch angepisst, dann gehen wir uns auf die Nerven. Manchmal explodiert der Kopf. Ich hab echt auch schon, glaube ich, zweimal geweint? Ich weiß es nicht, das haben wir, glaube ich, nie auf Kamera. Aber ich habe, ja, doch schon zweimal geweint, weil einfach... Nein, weil einfach so... Bam, plötzlich ist alles zu viel und dann muss man kurz weinen. Und das sieht natürlich dann, das sieht man auch so. Das ist erst ein bisschen unangenehm irgendwie, aber dann ist auch egal. Bei mir haben fast alle Partner schon geheult. Ich sag jetzt es nicht. Ich glaube, ich bin da gut drin. Es war ja auch, man muss auch kurz sagen, es war angemessen. Also er hat jetzt nicht einfach grundlos einfach irgendwie losgeheult. Das möchte ich jetzt auch zu seiner Verteidigung sagen. Sondern das ist schon eine harte Zeit, die man hier durchmacht. Und es ist, man kommt körperlich und geistig an seine Grenzen. Und ich glaube, man sieht auch bei dem, was wir machen, dass wir körperlich definitiv an unsere Grenzen gehen. Und da passiert es auch mal. Ja, wenn es dann halt nicht klappt. Man trainiert und dann plötzlich klappt es nicht und dann so, weint man halt kurz. Und dann ist auch wieder gut. Aber geklappt hat es immer noch nicht. Super.